Herzlich willkommen heute wieder zu einer neuen Folge von Nikos, nicht Nikos Pflanzenreich, sorry, Gemüsegärtner. Also heute geht es um die Tomaten. Heute werden wir die ausgeizen, wie wir das machen. Und es gibt viele Leute, die das schon wissen, aber es gibt auch viele Leute, die das halt noch nicht so viel gemacht haben. Da kann ich das trotzdem heute mal in der Praxis fortführen sozusagen. Da haben wir also ungefähr über 20 Pflanzen, bei denen das notwendig ist sozusagen, die jetzt auszugeizen, damit halt die ganze Kraft in die Blüte und in die oberen Blätter sozusagen kommen, damit mehr Früchte wachsen. Die Seiten rauben der Pflanze viel zu viel Kraft, deswegen müssen wir das vornehmen heute auf jeden Fall. Genau, und wie wir das machen, seht ihr gleich. Genau. Und ja, hier haben wir ein sehr gutes Beispiel an Tomate. Mal gucken, ob ihr das sehen könnt. Also hier auf diesen Achseln, wo die eigentlichen Blätter schon sind, kommen sogenannte Seitentriebe raus. Und die rauben der Pflanze zusätzlich Kraft und die müssen wir jetzt tatsächlich abmachen. Ganz wichtig. Ja. Also die alle raus, dann könnt ihr mit großen Früchten rechnen. Und das am besten von allen Seiten. Überall jede Seite sozusagen, die was aufweisen könnte. Hier zum Beispiel auch. Raus damit. Raus. Der auch. Der auf jeden Fall. Der hat hier nichts zu suchen. Gut. Und jetzt geht es hier oben weiter. Hier haben wir schon welche, die dominant schon rauswachsen. Hier. So, und die oberen Verästelungen sozusagen, die bleiben. Weil hier natürlich schon die ganzen Blüten sind, wie ihr sehen könnt. Also die fängt schon kräftig an mit der Blüte. Darum geht es. Also wenn man viele Tomaten ernten möchte, muss man darauf auf jeden Fall achten. Und hinten auf der anderen Seite ist hier genauso ein Fall von Pflanze. Da muss auch ausgegeizt werden. Dann gucken wir mal, ob wir das, wie wir das am besten zeigen können. Und wie ich das am besten mache, dass ich da rankomme. Also genau, die sind halt sehr, sehr vergabelt und versteckt. Hier kann man zum Beispiel einen Geiztrieb sehen. Den ganz raus. Also raus mit dem Zeug, auch wenn da schon kleine Blütenansätze sind. Egal. Das ist ganz wichtig. Die hat noch nicht so viele Geiztriebe, weil hier sich jetzt, ich weiß nicht, ob mein Kameramann das vielleicht sehen kann. Hier könnten schon die ersten Tomaten entstehen. Es sieht so aus, ob die befruchtet wurde, aber das kann ich jetzt nicht genau sagen. Das kann nur mein Kameramann vielleicht sehen. Ich versuche es gerade mal. Das hier ist so eine Kaiserblüte gewesen. Oh, da kommt eine große Fleischtomate dann später ran. Genau, die unteren, den belassen wir, weil der ist zu groß, dieser Geiztrieb. Der ist schon zu spät. Der hätte ich schon früher machen sollen. Ach, hier haben wir einen guten Geiztrieb, hier habe ich einen vergessen. Hier, der ist schon so, relativ sogar so groß, dass man den ganz gut sehen kann. Den auf jeden Fall ab. Ab damit. So, die ist jetzt so weit, dass sie jetzt richtig Kraft investiert in die Früchte. Gucken wir mal, was der Kandidat hier hat. Hier haben wir auch ein gutes Beispiel, das will ich nicht. Hier könnt ihr das ganz gut sehen, hoffentlich. Ab damit, man kann sogar Geiztriebe verwenden, um neue Pflanzen zu ziehen. Wenn die Geiztriebe relativ groß sind, kann man die dann einfach in den Boden stecken und dann kommen neue Wurzeln. Und dann habt ihr gleich wieder eine neue Pflanze. Also wenn ihr das noch wissen wollt, hier. Also das geht auch. Genau, hier ist einer, raus damit. Und das hier, diese Verästelungen lassen wir, weil die Pflanze noch viel Kraft tanken muss. Genau. So, kommen wir jetzt hier. Hier ist eigentlich das eigentliche Problem. Die ganzen Tomaten müssen jetzt alle ausgegeizt werden. Mal gucken, wie das mein Kameramann managt, dass man das auch alles gut sehen kann. So, genau. Also die sind halt noch etwas minimalistisch klein, aber sie sind relativ dick vom Stamm jetzt. Und bilden jetzt dementsprechend auch sogenannte Geiztriebe. Hier haben wir ja einen Geiztrieb. Ja, das kann man so schlecht sehen. Eigentlich müsste das, glaube ich, müssten wir das tiefer stellen, oder? Damit die Leute das auch sehen können, weil die sind zu hoch, glaube ich, von der Stellfläche her. Das kann man ja, glaube ich, nicht gut sehen. Das muss ja in der Praxis ganz genau gezeigt werden. Ja. In der Praxis kann man das dann halt zeigen, wenn man näher dran ist. Und hier kann man dann die Geiztriebe etwas besser sehen. Ich habe die hier, die Tomaten festgebunden. Die werden dann auch größer. Die gehen dann noch ein ganzes Stück nach oben. Das ist erst der Anfang. Und hier kann man einen sogenannten Geiztrieb erkennen. Jetzt gucken, die Blattmasse ist schon so dicht, dass man das nicht so gut sehen kann. Hier sozusagen aus diesem Kanteck nehmen wir diesen Trieb raus. Ja, genau, so zeigen wir es mal. So sieht ein sogenannter Geiztrieb aus. Die kommen auf den Seiten des Stammes vor und alle Tomaten haben dieses Problem. Hier zum Beispiel kann man das
auch sehen. Hier ab, hier diese Viecher hier, die müssen ab. Hier auch, hier haben wir einen versteckten. Ja, hier ist ein versteckter drinne. Immer raus mit dem Zeug. Und hier haben wir auch einen versteckten unter denen. Genau. Da kann nämlich die ganze Kraft weiter in die oberen Pflanzenteile gehen. Und so gehen wir mal kurz durch, überall. Hier zum Beispiel geht es auch schon los. Ansätze von Geiztrieben. Raus damit. Raus. 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 So, genau. Also wie gesagt, jede Tomatensorte wächst anders. Also wir haben hier ein paar Sorten drin, von denen ich nicht genau weiß, was das für Sorten wären. Ich weiß nur, wenn die Tomatenpflanzen zu dicht mit den also Blättern sind, kann man die zur Hälfte abtrennen. Ja. Ich habe mein Messer gerade nicht dabei, ist aber nicht so schlimm, das können wir dann noch zeigen. Genau. Genau. Jetzt gehen wir hier hin. Also wir gehen auf den Seitenpflanzen, damit man das halt sehen kann. Die inneren, da wisst ihr schon Bescheid. Und hier haben wir schon mal eine relativ große Tomate, die ist schon relativ groß geworden. Und hier habt ihr ein Beispiel. Diesen Trieb lassen wir, weil das der Haupttrieb ist. Der kriegt nochmal ordentlich Kraft und Saft. Und gucken wir mal. Hier geht's auch los. Ja, hier könnt ihr das sehen. Ich glaube, hier kann man das sogar sehr, sehr gut sehen. Hier. Dass diese hier, die müssen auf jeden Fall abgenommen werden. Ganz, ganz wichtig. Das ist wichtig, wenn ihr sozusagen wirklich gut ernten wollt, ist das entscheidend. Ja. Gucken wir mal hier. Hier ist es noch nicht ganz so schlimm, aber wir können schon mal ein bisschen was tun. Also ja, ihr könnt sehen, schönes, gesundes Laub. Ihr könnt euch ja noch da erinnern, die Tomatenpflanzen waren ja richtig gelb. Das hat mein Kameramann sogar bestätigt. Also die waren richtig gelb, also sehr ungesund. Ja. Genau. Und jetzt geht's hier ran. Hier haben wir schon etwas größere Tomaten. Hier haben wir zum Beispiel eine sogenannte Wildtomate, die rote Murmel. Und bei der Wildtomate ist es nicht schlimm. Da könnt ihr die Geiztriebe dran lassen. Also Wildtomaten, denen ist es egal. Die machen ohne Menge Früchte sozusagen am Ende. Und das werdet ihr sehen. Also die bildet sozusagen ganz viele unterschiedliche Blüten. Und nicht wundern, was da schwarz ist. Das ist sozusagen die Pflanzkohle sozusagen, die ich gestern hier drauf gestreut habe. Also die können wir so lassen mit den Geiztrieben. Wildtomaten braucht man nicht. Ja. So, gucken wir mal hier. Hier zum Beispiel geht es auch schon los. Hier zum Beispiel, ja, hier kommt ein Geiztriebchen hier oben. Hier könnt ihr den sehen. Raus damit. So. Ja, die ist gut. Gucken wir uns diese an. Hier geht's. Oh, hier könnt ihr das sehen. Hier hat die Tomate schon einen relativ großen Geiztrieb gebildet. Hier, das meinte ich da. Da muss man wirklich aufpassen, das geht schnell in der Regel. Ja, die muss ich noch anbinden. Wundert euch nicht, wieso die so ein bisschen umgerollt ist. Das werde ich später noch mal ein bisschen verändern. Ja, genau. Genau, wie gesagt. Hier zum Beispiel ist genau dasselbe. Diese Tomate dürft ihr tatsächlich ausgeißen. Das ist eine Fleischtomate. Da muss die ganze Kraft in die Pflanze rein. Gucken wir mal, ob die schon tatsächlich auch sogar schon Früchte angesetzt. Ja, Leute, es geht los. Sie sind bestäubt worden. Hier könnt ihr die Murmeln sehen, es geht los. Sehr, sehr schön. Also die Ergebnisse, sie kommen jetzt nach 14 Tagen. Gucken wir mal. Hier auch, also die ist auch bestäubt. Da kommt auch eine schöne Frucht schon. Aber die sind noch nicht groß genug. Ja. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite rein, also in die Mitte von dem Beet hier und kümmern uns um die anderen Tomaten. So, hier hätten wir zum Beispiel so einen Kandidaten. Den dürft ihr gerne ausgeizen, das ist hier auch sogar dringend notwendig. Und wie gesagt, die sind groß genug, die kann man auch zum Anbau zum Bringen. Wenn ich Lust hätte, könnte ich jetzt eine Pflanze daraus machen. Also in der Theorie, genau. Und hier, richtig kräftig, hier in Geiztrieben, ordentlicher. Also ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Das hier sind, die sind ganz wichtig, die müssen raus. Dringend. Ja. Genau. Da sieht man mal, die Kraft geht nicht auf jeder Seite auf jeden Fall rein. Aber auf ein paar. Hier haben wir auch einen Geiztrieb. Hier, genau. So, gucken wir mal hier nach.
Nicht wundern, hier ist es mittlerweile schon so eng geworden. Hier, die hat zum Beispiel auch Geiztriebe, ja. Von unten sozusagen ein paar kräftige. Raus damit. Ich werde die sogar ein bisschen höher anbinden, glaube ich. Das werde ich jetzt mal tun. Also damit ihr sehen könnt, wie man Tomaten anbinden kann, das mache ich jetzt immer so in der Regel. Und hier weiter rausgeizen. Raus. Ja. Sieht sehr, sehr gut aus. Genau, wenn ihr wissen wollt, wo die US-amerikanische Sorte ist, sie ist, das ist diese hier. Das ist die US-amerikanische Sorte. Die Ponta Rosa, die gibt jetzt auch Vollgas. Genau. Sehr gut. Und wenn wir jetzt hier sind, gucken wir uns mal an, was wir so ausgesät haben. Wir sind nämlich gerade sehr hier und können uns mal die Zuckererbsen angucken, wie weit die schon mal sind. Hier, ich habe die mit meinem Kameramann vor einer Woche hier ausgesät. Hier könnt ihr auch gut die Reihenabstände erkennen, wie ich das gemacht habe. Oh, Zuckererbsen sind ganz einfach zu züchten. Also ihr könnt das jetzt noch tun. Juni ist alles noch möglich, Anfang Juni. Genau. Und hier sind sozusagen Sojaerbsen. Ne, Sojabohnen, genau. Und die sind jetzt auch eine Woche rausgekommen. Hier überall. Sind ein bisschen angefressen durch die Schnecken oder so. Ist aber nicht schlimm. Also ihr könnt ihr schon mal sehen, hier kommt ordentliche Blattmasse. Und das ist das sogenannte Ziel, dass die jetzt hier hochkommen. Die werden ja ungefähr so groß, die Erbsen und die Sojabohnen sogar noch ein Stück größer. Deswegen habe ich die auch hier ausgesät, damit ihr da auch Bescheid wisst. Genau. Genau, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch noch außer Gemüsepflanzen kurz zeigen, was wir hier so alles haben. Zum Beispiel habt ihr noch nicht gesehen, wie schön der Holunder hier oben zum Beispiel blüht. Das können wir uns sehr gerne mal angucken, bevor die alle ausblühen, endgültig. Ja, hier gibt es ja genug wahrscheinlich zu sehen. Ah, und gut, dass wir hier sind. Ihr wolltet ja wissen, wie die Behandlung mit den Blattläusen lief. Guckt euch die freien Stellen da oben an, das zeigen wir euch mal. Ja. Bevor ich das nämlich vergesse. Hier haben wir vor 14 Tagen behandelt. Und ihr seht, wie stark die Blattläuse jetzt abgenommen haben. Also das hat die ganze Milchsäure sozusagen zu verdanken, weshalb der Holunder sich stark erholen konnte, genau. Und wir haben jetzt viele Marienkäferlarven, die aus den Eiern geschlüpft sind vor 14 Tagen. Die laufen hier überall, hier unten auf den Blättern. Da laufen ganz viele. Also die kümmern sich auch um die Parasiten, also um die Schädlinge noch nebenbei. Und genau, das wollte ich euch noch sagen, das läuft hier. Und hier ein schön großer Doldenständer, den wollte ich euch zeigen. Letztes Jahr hatten wir noch nicht so riesige Dolden von den Holunder. Guckt euch die Blüten an, enorm. Guckt euch diesen Ständer an hier. Das ist schon echt genial. Also funktioniert. Also ihr werdet definitiv nicht traurig nach Hause gehen, wenn ihr das Video hier nicht seht oder gesehen habt. Hier. So, guckt euch hier diese Masse an. Das müssen wir auf jeden Fall auch mal festhalten. Wieder genau. Nach 5 Tagen hat sich das Ding halt weiterentwickelt. Und wenn wir Glück haben, blühen die Kartoffeln schon bald. Ich habe nämlich gestern schon Ansätze gesehen. Gucken wir mal. Weil hier waren schon relativ große Blütenansätze. Hier, guckt euch das an. Ja. Leider sind diese leider befallen immer von Blattläusen. Aber hier könnt ihr die Ansätze von den Blüten schon sehr gut erkennen. Ameisen, die typisch hier immer. Ja. Und hier kann man das auch schon sehr gut sehen. Hier morgen oder übermorgen öffnen sich die ersten Blüten. Das sind so eine schönen weißen Blütchen. Da mache ich mal ein Foto von und ihr könnt das euch dann mal angucken, genau. So. Genau, gucken wir uns mal jetzt noch ein paar Sachen an, noch nebenbei. Zum Beispiel jetzt hier die Sonnenblume. Es gibt wieder ein Update zu verzeichnen, wie ihr sehen könnt. Die ist jetzt wieder ein ganzes Stück größer geworden. Und ja, die nimmt jetzt vom Stammumfang immer mehr zu und wird kräftiger und immer größer. Also wie gesagt, wenn ihr die jetzt aussät, das wird schwer, weil die brauchen ja um die 120 Tage, bis die in die Blüte kommen. Und genau das ist wichtig, also dass ihr vorher alles ausgesät habt. Das ist ganz wichtig. Genau. Und dann gehen wir mal zu unserem Obstbaum, zu den, also nicht Holunder, sondern Maulbeerbaum sozusagen. Und hier können wir sehen, dass die Früchte jetzt anfangen tatsächlich zu reifen. Ja, hier könnt ihr zum Beispiel die ganzen Trauben erkennen. Das sind ganz viele Beeren sozusagen. Die kann man alle essen. Die sind sehr gesund. Und genau.
Also richtig schön, alle sind bestäubt worden, sozusagen keiner ist rausgeschmissen. Und die werden jetzt rötig bis weiß. Das ist nämlich das Ding, da müsst ihr aufpassen. Die können weißlich bis weißlich werden sozusagen. Weißlich und rötlich bis dunkelrot. Aber das ist immer unterschiedlich. Jeder Baum macht das immer ganz anders. Jo. Genau. Wir können ja schon mal so eine ganz leichte, die schon mal soweit ist, probieren. Die ist noch ein bisschen sauer, aber das geht. Jo. Hier, das meine ich damit. Hier könnt ihr die Farben sehen. Also es verändert sich von rot auf weiß. Sehr, sehr schön. Ja, die hätte ich noch auswaschen können, aber die sind so schlimm. Also hat nicht mehr so viel Säure, also sie geht, also sie ist auszuhalten. Ja. Genau, das wäre es sozusagen zu den Garten. Die anderen Pflanzen werden wir noch anders mal thematisieren, da gibt es auch noch viel Gesprächsbedarf. Und genau, jetzt werden wir uns verabschieden. So, jetzt verabschieden wir uns. Also ich freue mich, euch wieder sozusagen heute kurz unterstützt zu haben bei dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich konnte euch allen sozusagen helfen wieder. Und dass wir halt alle einen großen Nutzwert davon ziehen. Genau, bis zum nächsten Mal, euer Gemüsegärtner. Abonniert und liked den Kanal und empfehlt mich am besten weiter. Das ist immer am besten. Und genau, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.